Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Anwältin und Rechtsexpertin für Funke. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was ist eigentlich bei Reisen im Nachtzug zu beachten? Reisen im Nachtzug sind zurzeit total angesagt, absolut verständlich, denn es ist nicht nur nachhaltig, sondern auch super bequem. Aber natürlich sind damit ein paar Fragen verbunden. Zum Beispiel, darf ich eigentlich meinen Hund mitnehmen im Nachtzug? In Europa gibt es verschiedene Zuggesellschaften und jede Zuggesellschaft hat, ihr ahnt es schon, die eigenen Regeln. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob der Hund mit darf, muss man sich tatsächlich immer damit beschäftigen, was regeln die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Bahngesellschaft. Die zweite Frage, gerade bei einem Nachtzug, die ist sehr, sehr naheliegend. Gibt es eigentlich so eine Art Nachtruhe? Auch da regeln die unterschiedlichen Bahngesellschaften die Nachtruhe. Zum Beispiel bei den österreichischen Bahnen ist es so, dass es eine Nachtruhe gibt. Und zwar von 22 Uhr bis 8 Uhr morgens. Und da regelt tatsächlich sozusagen auch der Schaffner, dass die eingehalten wird. Wie sieht's aus mit Wertgegenständen? Wenn ich schlafe, ist immer ein bisschen schwierig aufzupassen. Ja, das stimmt, aber trotzdem bleibt man für seine Wertgegenstände weiter selbst verantwortlich. Also sprich, da müsst ihr auch nachts irgendwie Sorge tragen, dass nichts abhanden kommt. Wie sieht es aus, wenn ich meinen Halt verschlafe? Auch eine typische Frage, die man sich stellen kann. Auch hier seid ihr in der eigenen Verantwortung. Aber zum Beispiel auch die österreichischen Bahnen sind da wieder ganz weit vorne. Die bieten an, dass einen der Schaffner tatsächlich weckt. Ja, und fünftens haben sich viele von euch gefragt, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mit dem Nachtzug fahre? Bin ich ja sehr, sehr früh am Ankunftsort. Kann ich dann schon früher in mein Hotel einchecken? Man muss leider sagen, das sind ja für euch natürlich eine Reise, aber für die unterschiedlichen Gesellschaften zwei unterschiedliche Leistungen. Das eine ist sozusagen die Zugfahrt und das andere ist das Hotel vor Ort. Da gibt es keinen Anspruch, wenn man mit dem Nachtzug ankommt, dass man früher einchecken kann, aber natürlich könnt ihr das mit dem Hotel klären. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne, entspannte Reise.